Ja, Leute, herzlich willkommen. Heute Samstag, es regnet. Ich wollte schon Vormittag gehen, ging nicht. Es hat immer geregnet, jetzt regnet es auch noch. Ja, ich bin hier in Rosenbach und die wichtigste Nachricht, Leute. Ich war in Italien mit der Schule und war für ein paar Tage nicht zu Hause. Am Donnerstag war ich, am Freitag bin ich gekommen und da dachte ich so, naja, will ich nicht gehen, weil am Freitag. Weil ihr kennt das Gefühl vielleicht oder ihr wisst das, weil wenn man von Urlaub zurückkommt, hat man keinen Bock, irgendwo hin wieder zu gehen und da will man einfach daheim, zu Hause bleiben ein bisschen. Ich hoffe, ihr versteht das. Dafür gehe ich morgen zweimal, Vormittag und Nachmittag. Ja, freue mich schon. Gehe zu meinem Opa und ich habe noch eine wichtige Nachricht, Leute. Der Rotausleuchter hat hier ein Video hochgeladen, wie er hier vorbeifährt. So nice, auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben gegeben. Weil ich bin sehr, sehr froh, dass er das endlich gemacht hat, weil das habe ich mir sehr gewünscht. Und ja, ich weiß gar nicht, wann das, aber das Video ist bestimmt aktuell, weil da unten hängt so ein Schild und das war vor 2, 3 Wochen, vor 2 Wochen war es, oder vor 3 Wochen war es nicht da. Deswegen, ja, und er hat halt, ich weiß gar nicht, wann das gefilmt hat, ich denke mal Mittwoch oder Donnerstag. Und am Freitag kam es online. Ich denke aber Donnerstag denke ich mal. Schade, ich hätte. Aber er ist ja 21 Uhr gefahren. Die Uhr hat zum Neuner hingezeigt. Also beide Zeiger. Also er ist wahrscheinlich erst ganz spät gefahren in der Nacht. Also 22 Uhr ungefähr. 21 Uhr 45, denke ich mal, stand auf der Uhr drauf. Ja. Deswegen, den hätte ich eh nicht gefilmt. Aber, Alter, Leute, wäre ich da gestanden und hätte ich getrainspottet, hätte er mich aufgenommen. Das wäre geil gewesen, aber zu einem Zeitpunkt war ich nicht zu Hause. Leider. Und es wäre auch viel zu spät schon gewesen, um da zu trainspotten. Dafür gehe ich morgen hier. Ja. Ich werde morgen kommen. Ja. Mal schauen, was jetzt noch kommt. Es ist schon 18:30 Uhr. Und ja, Leute, ich wollte gestern, also warum ich gestern nicht gehen wollte. Erstens, ich bin wieder nach Hause gekommen. Ich wollte mich einfach mal ausruhen. Ich hoffe, ihr versteht das. Weil diese ganze lange Fahrt von Italien, 2, 3 Stunden hat es gedauert. Okay, 2,5. Ja. Auf jeden Fall, das Video von Rotausleuchtung ist in der Beschreibung. Und ja, warum ich gestern noch nicht gehen wollte, ein zweiter Grund. Es war, weil die Fußball-EM hat ja angefangen jetzt. Mein Heft ist noch nicht ganz voll. 6 Sticker fehlen noch immer. Ich habe sie nicht gekriegt noch. Ich glaube, tauschen wird sich nicht mal lohnen, weil ich werde die einfach bestellen irgendwo auf einer Seite. Auf der Panini-Seite kann man die Sticker bestellen. Ja, ja und läuft gerade jetzt auch ein Fußballspiel. Ich muss das später nach. 1:0 ist, glaube ich, schon. Die Schweiz hat früher gewonnen. Es ist ja schon heute der 11. Ja, ich sehe das Video wann anders, ja. Leute, ein Bus fährt hier, kleine Zeitungbus. Es kommt gerade gar nichts. Ja, Leute, es ist schon 19 Uhr. Fast, also es kommt leider gar nichts noch. Aber der Schnellzug wird eh noch kommen. Ich weiß nicht, ob jetzt noch was kommt oder nicht. Ja, Schnellzug wird noch kommen heute. Ich bin morgen eh wieder da. Also es müsste dann noch der zukommen. 19:35 Uhr müsste hier einer abfahren. Ja, wird noch ein bisschen dauern, bis der Schnellzug kommt. Ein paar Minuten, so 10 Minuten ungefähr oder 15 Minuten. Nee, 15 Minuten. Ja, Leute, da draußen ist grün. Ja, bis gleich. So, Leute, das Signal ist grün. Leute, gerade kam eine Ansage, aber der Schnellzug kommt noch nicht. Jetzt kommt ein anderer Zug, Leute. Bis gleich.